Hallo miteinander, einen schönen guten Abend und wir beginnen wie immer mit Musik. Viel Vergnügen. Es wurden schon viele Versprechen geworfen. Von Marionetten im falschen Licht, auf den freien Willen, den brechen sie nicht. Den Willen zu weit, des Lebens dran, die Ware zu halten, in allen Belangen. Sich nicht zu veräußern für billiges Geld, sondern im Guten zum Wohle der Welt. Oh Mensch, Leute, seid ihr dabei? Die Wende ist noch lang nicht vorbei. Die Lunge, sie brennt und die Seele, sie schreit wie ein Tiger im Käfig. Lass mich frei. Leute, hört zu, der Regen erzählt, Felder mit Monokulturen bestellt. Das Grundwasser sickert ans Ende der Zeit. Der Mensch belastet, obwohl schon befreit. Wir sind entwurzelte Blätter im Wind. Wir müssen fallen oder fliegen blind. Mit offenen Augen ins Feuer schauen. Wir richtig liegen, gelöst im Vertrauen. In das, was uns atmen und träumen lässt. Der Tod wird zum Freund, das Leben zum Fest. Und wir, die wir klagen und sorgen um morgen, sind im Auge der Apokalypse geborgen. Oh Mensch, Leute, seid ihr dabei? Die Wende ist noch lang nicht vorbei. Die Lunge, sie brennt und die Seele, sie schreit wie ein Tiger am Käfig. Lass mich frei. Die Welt hat zu klagen, eine Megamaschine hat das Sagen. Schon längst übernommen, fährt gegen die Wand, unter Nagel gerissen, Wasser und Land. Ressourcen, Reserven, geplündert, zerstört, Menschenleben nicht mehr viel wert. Wir sind schon viele und werden noch mehr. Wer die Kohle hat, gibt sie nicht mehr her. Aber Leute, pass auf, es gibt Grund zur Freude. Morgen ist morgen und heute ist heute. Die Welt wird gemacht, von uns erschaffen. Sind wir schon Götter oder noch Affen? Mensch, Leute, seid ihr dabei? Die Wende ist noch lang, lang, lang nicht vorbei. Die Seele, sie schreit. Ich bin am Käfig, lass mich doch, lass mich frei. Oh Mensch, Leute, seid ihr dabei? Die Wende ist noch lang nicht vorbei. Die Mauern, sie fallen unter unserem Geschrei. Lass uns frei. Staub wird aufgewirbelt, Dreck wird fortgespült, Gewalt in reiner Form, die Macht der Natur, der Götterzorn. Das Chaos regiert ohne Panik, die Ratten verlassen das Schiff, jeder Staatsbürger in der Titanic.
Das Boot ist halb leer und wir haben es im Griff. Doch das rostige Ruder wird brechen, mit ihm das Vertrauen in die lauten Motoren. Wer die Kohle hat, der muss sie blechen. Und wer sich dran festhält, der hat schon verloren. Denn die Zeichen stehen auf Sturm. Und kein Mensch weiß, wie ihm geschieht. Die Herzen entflammt und die Fahnen verbrannt. Auf den Lippen ein Lied. Die Herzen entflammt und die Fahnen verbrannt. Auf den Lippen ein Lied. Es ist das Lied von der Freiheit und der Liebe, die uns umgibt. Bei jedem Schritt, bei jedem Wort, in jedem Augenblick und an jedem Ort. Sie ist nicht immer bequem, manchmal tut sie sogar richtig weh. Doch ein jeder Schmerz darf vergehen und dann ist es auch wieder okay. Wenn die Köpfe und Grenzen sich öffnen, dann kann sie wieder strömen, die Kraft. Dann verbinden das Außen und Innen, dann haben wir das Größte geschafft. Ja, die Zeichen stehen auf Sturm und kein Mensch weiß, wie ihm geschieht. Die Herzen entflammt und die Fahnen verbrannt. Auf den Lippen ein Lied. Die Herzen entflammt und die Fahnen verbrannt. Auf den Lippen ein Lied. Die Herzen entflammt und die Fahnen verbrannt. Verbrennen im Wind. Ja, die Zeichen stehen auf Sturm und kein Mensch weiß, wie ihm geschieht. Die Herzen entflammt und die Fahnen verbrannt. Auf den Lippen ein Lied. Die Herzen entflammt und die Fahnen verbrannt. Auf den Lippen ein Lied. Tür, natürlich hab ich keinen Schlüssel, damit ich ihn nicht verliere. Dann fing's noch an zu regnen, da war's so kurz vor vier. Und jetzt wird's schon langsam dunkel und ich steh immer noch hier. Weil alle immer absperren, kommt man nirgends rein, wenn alles immer offen wär. Dann wär man überall daheim. Ja, ja, man kann's verstehen, schließlich sind wir in der Stadt. Gelegenheit noch Diebe, wenn man sonst nichts anderes hat. Dann wird sich der Überfluss endlich manifestieren. In allem, was ein Mensch zu brauchen, gleich zu investieren. Freier Wohnraum, frei will, um was zu fressen, wäre auch nett, das wäre mal echter Fortschritt. Statt diesem Panzerballett. Es ist ein Panzerballett. Ein Panzerballett. Panzerballett. Niemals Frieden bringen, nur Zerstörung und Gewalt. Darum lasst uns lieber singen von der Liebe, die gibt halt. Und die wird uns befreien von den Fesseln, die uns hemmen. Einfach ein Mensch zu sein, unsere Lippen werden brennen. Von tausend heißen Küssen, die wir uns zugestehen, weil wir gar nichts müssen und ganz befreit unseren Weg zu gehen. Statt diesem Panzerballett.
Unser Mann steht dann wieder mal vor so einer Tür. Ohne einen Schlüssel, damit ich ihn nicht verliere, form ich dieselben zu einem Zauberwort. Die sollen mich erinnern an den einen Ort, den wir nie wieder absperren. Kommt doch alle rein, wenn alles immer offen ist. Dann ist man überall daheim. Guten Abend, Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Stuttgart und aus der Region. Herzlich willkommen zu unserer nunmehr 487. Montagsdemo. Und bevor ich in unseren Text weiterfahren möchte, darf man nicht vergessen, gestern am Sonntag hatte der liebenswürdige Herr mit der roten Kappe, mit den gelben Zetteln, die immer geschrieben waren, Geburtstag, Peter Krohmann. Und in eurem aller Namen meine ich ihm alles Gute nachträglich zu wünschen, viel Gesundheit und wir freuen uns jeden Montag auf seine liebenswerten, aufmüpfigen Bürgerbriefe. Mach weiter so, Peter. Mein Name ist Jürgen Horan, ich komme aus dem Remstal von Kernen 21 und führe euch heute durch die Kundgebung. Die Musik kommt von der Gruppe Sonne, Mond und Sterne, durchgeführt von Johannes und Georg Bonhardt. Die Kundgebung gestaltet sich heute wie folgt. Nachdem es ja zügig, man stelle sich mal vor, auf die 500. Montagsdemo zugeht, endlich wird mal Zeit, dass es im Guinness-Buch der Rekorde kommt, haben wir heute etwas eine andere Rednerzusammensetzung. Die Redner sind Barbara Drescher, Uli Stübler und Edith Müller und treten gemeinsam auf mit dem Thema die erste Montagsdemo am 26.10.2009. Wir dürfen gespannt sein. Und aber wieder zu unserer DB. Hier hat sich die Krise in den letzten Wochen zugespitzt. Bekannt wurde, dass Gelder in Höhe von rund 1,75 Milliarden Euro unter der Hand in Beraterverträge geflossen sind, die im dafür allein berechtigten Gremium, dem Aufsichtsrat, nicht beschlossen wurden. Unter anderem erhielt der Ex-Ministerpräsident von NRW, Jürgen Rüttgers, Geld von der Bahn für Beratung, faktisch eine Vergoldung seines weitgehenden Abschieds aus der Politik. In diesem Zusammenhang geht die Deutsche Bahn AG nun nicht primär gegen diese unglaublichen Praktiken zur Versteuerung von Steuergeldern vor. Nein, sie sucht undichte Stellen, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Skandal an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und konzentriert sich dabei auf das einzige Mitglied der GDL im Bahnaufsichtsrat, der aus dem Gremium herausgekegelt werden soll. Der Bundesvorsitzende der GDL, Klaus Wieselski, hat sich nun aber der Sache angenommen. Mal sehen, was dabei herauskommt. An der Montagsdemo vor einigen Wochen, als unser Bühnenbetreiber Jürgen zum ersten Mal Akkus für die Energie der Bühne einsetzte, hatte ich seinerzeit darauf hingewiesen, dass die Zeit des Dieselaggregats vorbei ist. Nach wie vor funktioniert dies einwandfrei super, auf einen Nachteil, und langsam spüre ich es, Martin machte mich damals, Jürgen, aufmerksam. In der kalten Jahreszeit wird es nicht mehr angenehm warm auf der Bühne sein, da die Beleuchtung durch kalte LEDs erfolgt. Also, wir alle auf der Bühne leisten nun einen Beitrag und können richtig mitfühlen, wie kühl bzw. kalt es im Winter
unten ist und dann auch hier oben. Jetzt aber zu Barbara Drescher, Uli Stübler und Edith Müller und zur ersten Montagsdemo am 26.10.2009. Bitte schön. Wer von euch war schon dabei, als im September 2007 seit ungefähr 10 Jahren wieder die erste große Demo gegen Stuttgart 21 stattfand? Ich! Es sind also Gott sei Dank mehr geworden, immerhin. Also. Jürgen Merz vom BUND hatte diese Demo organisiert. Man konnte sich da in eine Liste eintragen, wenn man mithelfen wollte. Das Bürgerbegehren gegen die Beteiligung der Stadt als Vertragspartner von Stuttgart 21 auf den Weg zu bringen. Das haben viele gemacht. Mindestens 30 Leute, die fortan auch regelmäßig in den Räumen des BUND in der Rote Bühlstraße zu sogenannten aktiven Treffen zusammenkamen. Seitdem kenne ich Renate Basse, die Dölschers, und Gisela Evers, Klaus Gebhardt, Helga Schör-Strauch, Uli Stübler und viele andere mehr. Das Ergebnis des ersten Bürgerbegehrens ist euch ja bekannt. 67.000 Unterschriften wurden gesammelt, ca. 62 davon nach Stichproben der Stadt für gültig anerkannt. 20.000 Unterschriften hätte es nur gebraucht, um das Verfahren in Gang zu bringen. In einer unglaublich kurzen Zeit, nämlich bis Anfang November, kamen die Unterschriften zusammen. Nicht gerechnet hatten wir damit, dass der Jurist Schuster als Oberbürgertrickser das Bürgerbegehren von Anfang an ins Leere laufen lassen wollte. Schon in den ersten Oktobertagen gab er das Verhandlungsmandat der Stadt als Projektpartner von Stuttgart 21 an das Land ab. Damit wollte er erreichen, dass der Gemeinderat über das Bürgerbegehren nicht als eine Angelegenheit der Stadt abstimmen können sollte. Klaus Gebhardt inszenierte eine Aktion gegen den Oberbürgerbescheißer im Morgengrauen während der Weihnachtsmarktzeit. Und übrigens steht auf dem kleinen Plakat: Rathaus wegen Verrats, wegen Demokratieverrats geschlossen oder so ähnlich. Ja, ja. Auf dem kleinen. Und dann war das die Rathaustür mit solchen Flatterbändern abgesperrt. Viele große Demos und andere Versammlungen wie die große Umarmung zum Schutz des Kopfbahnhofs im Oktober 2008 mit den vielen grünen Luftballons bis zum 26. Oktober 2009 sind ja den meisten von euch wohl bekannt. So, warum holst du jetzt so weit aus? Weil genau aus diesen aktiven Treffen heraus hat Helga Stör-Strauch die Idee entwickelt, dass nach den vielen Veranstaltungen im Park eine Winterversion erfunden werden müsste. Also haben wir Laternenumzüge geplant und ein munteres Laternenbasteln mit den Logos der Bewegung setzte ein. Helga sprach von einer Art Montagsdemo, die man einführen sollte. Anfangs guckten von uns einige leicht irritiert, dass wir uns in so große Fußstapfen begeben sollten.
Naja, dann haben wir es gemacht. Am Montag, den 26. Oktober 2009, begann dann die erste Montagsdemo mit zwei Laternenträgerinnen im Rathaus. Das waren Helga und ich und zwei bis vier Leute im Nordflügel des Bahnhofs. Uli Stübler und zwei bis drei andere, deren Namen wir heute nicht mehr wissen oder die Personen nicht mehr kennen, fanden sich am Nordflügel ein um 18 Uhr. Uli Stübler hatte das eben so verstanden. Ist jemand da von denen, die noch da waren bei der ersten? Eine Frau. Ich. Eine Frau. Ich. Ute. Ja. Ute. Ja, ich habe das nicht so gut gesehen. Also, ich wollte euch bloß noch mal sagen, dass ich das Tollste an dieser ganzen Bewegung finde, dass hier jede macht, was sie will und was sie für richtig hält. Und es funktioniert auch noch. Also ich bin immer hell begeistert. Ich finde uns, ehrlich gesagt, alle großartig. Und? Jetzt kommt das Bild von der zweiten Montagsdemo. Und dann darf der Uli darf sich auch mal zu Wort begeben hierher. Ich halte es so lange weiter oder wie Ja, hallo. Also das Bild vom zweiten Montag sind wir leider von der ersten. Ich war zu faul, damals den Foto aus der Tiefe des Rucksacks zu ziehen. Okay. Aber nochmal zur ersten Montagsdemo. Nochmal zur ersten Montagsdemo. An diesem Tag war noch was, Leute. Zufälle gibt's, die können gar keine Zufälle sein. Ich bitte euch um Aufmerksamkeit für etwas namens AH1N1. Zu den Fakten. AH1N1, ein Subtyp dessen, was man umgangssprachlich Schweinegrippe nennt. Sie wurde möglicherweise durch einen Übergang vom Schwein auf den Menschen verursacht. Im Verlauf des Jahres 2009 war eine rasante Ausbreitung zu verzeichnen. An jenem 12. Oktober, genau zwei Wochen vor der ersten Montagsdemo, hat die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes eine Impfempfehlung für Beschäftigte im Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege für chronisch Kranke und Schwangere ausgesprochen. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel über die Hände auch ganz andere Berufsgruppen gefährdet werden können. Zur Vorgeschichte. In der Zeit gab es eine auffällige Häufung von Handschlägen. Ihr kennt diese Herren, sieht man vielleicht von weiter hinten nicht so gut, aber wir alle sehen Beschäftigte der Bahn, des Landes und der Industrie, eben der Wohlfahrtspflege. Und möglicherweise auch chronisch Kranke, die aus innerer Erregung oder wegen verschüttetem Sekt mit feuchten Händen einen albernen Pseudo-Startknopf drücken. Gut vorstellbar, dass er gelegentlich auf eine Hand die andere wäscht. Böse Zungen warnen allerdings seit 15 Jahren, das Virus sei schon viel früher bei der Unterzeichnung windiger Dokumente über den bloßen Kontakt mit Füllfederhaltern geschehen. Jedenfalls wurde in jenen Tagen panisch eine nationale Impfkampagne gestartet, tatsächlich, deren offizieller Beginn, glaubt es einfach oder schaut selber nach, genau am Montag, der 26. Oktober 2009 war, koordiniert mit der ersten Montagsdemo. Leute, das muss erforscht werden. Bisher gibt es nur Gerüchte über diesen krassen Zusammenhang. Der medizinische Arm der Parkschützer habe in einer koordinierten Aktion mit Initiatoren einer wöchentlichen Demo die eindeutig von Stuttgart ausgehende Pandemie in letzter Minute stoppen wollen. Wie immer, dem Ganzen und Guten verpflichtet. Vor allem aber wissen wir heute, die Impfungen waren untauglich. Angeblich haben die Proler aus gewohnt sinnloser, purer Opposition verhindern wollen, was die Gegenseite wollte. Oettinger und Drexler hatten in einer geheimen Kommandoaktion nächstens im Robert-Koch-Institut den Impfstoff gegen Leckerwasser ausgetauscht. Grube sei während der Aktion noch hinzugestoßen, nur um von seinem bitteren Onkel-Image wegzukommen. Ein Schelm, Schwein, wer Böses dabei denkt. Das Schlimmste aber, das Böse ist immer noch in der Welt.
Was wir jetzt brauchen, sind Nachimpfungen. Auf der Straße, oben bleiben. Hallo, guten Abend. Ich würde euch alle gerne hier oben haben, weil ich nämlich nicht sehen kann und gerne wüsste, wie viele überhaupt da sind. Mein Widerstand gegen die Willkür der Wirtschaft und der Staatsmacht begann im Juli 2001, als in Genua eine friedliche Demonstration gegen den G8-Gipfel brutal niedergeschlagen wurde. Ich informierte mich über die Attacke und erfuhr so sehr schnell von den Vorbereitungen zum Umbau unseres Kopfbahnhofes. Als dann der Bürgereinspruch mit 67.000 Unterschriften gegen das Projekt 21 von unserer Landesverwaltung mit dem Hinweis, es sei schon alles vereinbart, abgewiesen wurde, entschloss ich mich, unseren Kopfbahnhof zu kämpfen. An meinem dritten Demotag gegen das Projekt S21 vor dem Nordeingang, das war offiziell jetzt der 26.11., des noch intakten Bahnhofs, hatte die Polizei wohl genug von unserem demokratischen Recht des Demonstrierens und wollte auch unbedingt meine Personalien erfahren und ich, meinungsstabil wie ein Esel, diese nicht herausgeben. Daraufhin schleppten mich zwei Beamte, da ich nicht sehr groß bin, die Treppe zur Wache hinunter. Mein kurz vorher gebrochener Arm schmerzte bei der Aktion so sehr und meine Einwände halfen nichts. Und so versuchte ich, den Beamten in die Hand zu beißen. Als ich bemerkte, dass dieser einen dicken Lederhandschuh trug. In der Wache schlotterten mir die Knie bei der Erkenntnis meiner Ohnmacht und meiner Wut und nur die Rufe meiner Demo-Freunde vor der Wache gaben mir Sicherheit. Tage nach meiner Inhaftierung erhielt ich ein Schreiben der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren eingestellt wurde, sollte ich versprechen, solche Straftat nicht mehr zu begehen. Was ich natürlich nicht versprechen konnte. Genauso naiv wie am ersten Demotag verliefen für mich die nun folgenden 10 Jahre. Ich stellte fest, dass alle belegbaren Argumente gegen den unzulänglichen Brandschutz, das sicher auftretende Quellen des Anhydritgesteins in den Tunneln, des erhöhten Energieverbrauchs durch Ein- und Ausfuhr der Züge in den Tiefbahnhof, des Fehlen der Frischluftschneise für die Stadt durch die zu erwartende Bebauung, und so weiter, wir kennen ja alle die Unzulänglichkeiten des Immobilienprojekts, nichts brachten. Ich musste feststellen, dass gegen eine mächtige Wirtschaftsmacht und die von doch gut bezahlten Lobbyisten mit Unterstützung durch die Berliner Regierung selbst unsere Architekten, Rechtsanwälte und unsere jahrelangen Demos nichts ausrichten konnten. Und doch bleibe ich dabei. Der Bahnhof könnte kostengünstig und mit all unseren Ideen zum Umstieg jetzt wieder aufgebaut werden. Er würde seinen Energieverbrauch selbst erwirtschaften. Die bereits fertiggestellten Tunnel könnten als Busbahnhof und Parkplätze mitten in der Stadt genutzt werden. Und unsere Gruppe, die Parkschützer, würden sicher dafür Sorge tragen, dass der Park, wenn auch mit kleinen Bäumen, wieder den Anwohnern zur Verfügung steht. Und warum sollte die DB diesen Bahnhof wirklich fertigstellen können, wo doch alle anderen Projekte dieses Unternehmens, zum Beispiel der Bahntunnel bei Rastatt, die Bahnuntertunnelung in Hessen, uns das Gegenteil beweisen? Ich bin gerne bei den Parkschützern und möchte einmal erwähnen, dass unser toller Haufen immer ohne eine sogenannte Führung ausgekommen ist. Jeder konnte mehr oder weniger mitarbeiten und seine Ideen einbringen. Wenn es zu Schwierigkeiten mit der Organisation, mit der Stadt oder der Polizei kam, war Carola immer für uns da.
Sabine hat jahrelang für die Strukturierung der noch immer bestehenden Mahnwache gesorgt und Frau Welz hat über all die Jahre durch das stetige Sammeln mit ihren zwei Sammelbüchsen auf den Montagsdemos für unsere finanzielle Absicherung gesorgt. Ich wünsche mir, dass ich in 5 Jahren vielleicht mit Gehhilfe behindertengerecht im wieder neu aufgebauten Kopfbahnhof meinen Zug erreiche, mein Rollkörperchen nicht ins Gleisbett verschwindet und ich nicht von den Menschenmassen auf dem Bahnsteig erdrückt werde. Wenn dann der Zug den Bahnhof verlässt, möchte ich die Weinberge auf den Hängen um Stuttgart bewundern. Und kurz, ich möchte oben bleiben. Wir hängen die Plakate nachher noch rüber an diese Ausstellungswände. Dann könnt ihr da nachher noch mal dran vorbei defilieren, wenn ihr wollt. Herzlichen Dank an die drei von der ersten Montagsdemo 2009. Wenn man überlegt, es gibt viele Sachbücher über Technik und über Stuttgart 21, Bahnhof tief, oben, unten, rü und alles Mögliche. Und aber leider noch keins über unsere Bürgerbewegung. Halt, doch es gibt etwas. Und zwar im Jahr 2012 kam ein Student von der University of London an die Mahnwache und bat um ein Interview. Und ich war zufällig anwesend und da fragte ich, um was es ging. Da sagte er, ja, er müsste seine Doktorarbeit über die Bürgerbewegung Stuttgart 21 schreiben. Das war wirklich so. Ich habe mich interviewen lassen dann und bat ihn aber, dass er mir eine Kopie der Dissertation zusenden würde, wenn sie fertig ist. Und nach einem Jahr erhielt ich 74 Seiten, natürlich alles auf Englisch, diese Dissertation und er hat nicht nur mich ausgefragt, sondern er war von Wolfgang Dietrich bis Grube überall unterwegs und hat es natürlich auch hinten hingeschrieben, wo er eine Absage erhielt und eine Zusage. Also es gibt etwas und man sieht, das Interesse war 2012 schon ein bisschen im Ausland da. Aber jetzt weiter. Unser Demozug geht heute wiederum ausgehend vom Schlossplatz über die Königstraße, als rechte Seite der Bahnallee und dann Richtung Arnulf-Klett-Passage. Nach links über den Gehwegbereich vor die Mahnwache, dort endet die Demonstration mit dem Schwarmstreich. Und wie immer möchte ich mich bedanken für eure Spenden an unsere fleißigen Spendensammlerinnen, die wir dringend für unsere Montagsdemo brauchen. Herzlichen Dank an euch alle. Nach wie vor wissen wir, dass nicht nur der Brandschutz bei Stuttgart 21 als auch beim Zugmaterial der DB auf die allzu leichte Schulter genommen wird. Aktueller Vorfall, vielleicht wisst ihr es, am letzten Samstagabend geriet ein von Freiburger Fans privat gescharterter Sonderzug bei der Rückfahrt vom Fußballspiel in Berlin in Brand. Der Betreiber des Privatzuges war die Zentralbahn AG. Ob nun die DB AG oder eine Privatfirma den Zug betrieben hat, ist, wie sagt der Schwabe, Kopf wie gesprungen. Ja. Es hat gebrannt und das nicht schlecht und im Zug waren über 760 Freiburger Fans. Jetzt Fans. Aber die Freiburger Fans waren so diszipliniert, dass sie alle zügig den Zug verlassen konnten, der dann ausbrannte. Wie es so ist, schließt der Privatbahnbetreiber im Gegensatz zur Polizei einen technischen Defekt aus. Von Fans, die laut Aussage Insassen des Zuges waren, wird berichtet, dass die Heizung des Zuges bereits vor Fahrtbeginn geraucht habe und ein Zugheizungskasten beim Verlassen des Zuges in Brand gestanden habe. Gegenüber der Badischen Zeitung berichtet ein weiblicher Fan von Rauchentwicklung schon eine halbe Stunde vor Abfahrt. Und der Knaller, die zuständigen Personen des Bahnpersonals, hätten die Fans mit den Worten beruhigt, es wäre lediglich die Heizung, die sich aufheize. Ja.
Unsere mitverantwortlichen Politiker im Bund, Land oder Stadt verweist immer bei sicherheitsrelevanten Themen auf die sogenannte Sachkompetenz der DBAG. Aber ich meine, wenn jemand eine verantwortliche gestaltende Funktion hat, diese aber nicht wahrnimmt, weil er zu denkvoll ist oder weil er sich diesen neuen Anforderungen nicht stellt, noch nicht mal dadurch stellt, dass er sich informiert, dann ist das nicht zu entschuldigen. Jetzt aber, geht's mit der Musik? Nach dem Geschimpfe. Und vorher möchte ich darauf hinweisen, dass die beiden guten Musiker CDs hatten, die wir hier bei uns Moderationsstand gegen einen Beitrag beziehen kann. Viel Spaß mit Sonne, Mond und Sterne. Terror und Zerstörung nimmt man auch gern in Kauf. Für den Umsatz, für den Vorstand, für den Aktionär. Wen kümmert's, wenn ich mich da beschwer? Oh, liegt der Fehler bei den Menschen oder im System? Sind wir tatsächlich machtlos oder einfach nur bequem? Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Wundervoll, wer weiß ich nicht. Sie spielen nur um Moll. Wundervoll, wer weiß ich nicht. Sie klingt in Dur und Moll. Die wundervolle Schöpfung wird Opfer einer Gier. Die unstillbare Menschen brennt, so grausam ist kein Tier. Rücksichtslos zu allem fähig und dabei noch gut gepflegt. Ja, so sei, wer das große Geld bewegt. Wer so mag halten, wer das große Geld bewegt. Wo liegt der Fehler bei den Menschen? Oder im System sind wir tatsächlich machtlos oder einfach nur bequem. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen, wundervoll, da weiß ich nicht. Sie spielen nur um Moll. Ja, die Wahrheit, sie liegt irgendwo dazwischen, wundervoll, wer weiß ich nicht. Sie klingen nur um Moll. Es ist keine Verschwörung und auch keine Theorie. Es ist einfach nur traurig, ja mal schade, aber wie? Kann man jetzt als Einzelner was dagegen tun? Mein Vorschlag ist wachsam sein und im Herzen ruhen. Ja, wie kann man denn als Einzelner was dagegen machen? Mein Vorschlag ist wachsam sein und einfach machen. Ich war immer pünktlich, bis auf den einen Tag, an dem ganz unerwartet meine Fantasie starb. Ich hab sie begraben, zusammen mit meinem Mut. Der hatte zu viele Fragen, warum geht es mir nicht gut? Warum muss ich immer kotzen, wenn ich zu viel saufe? Warum werde ich nicht glücklich, wo ich mir doch alles kaufe? Ach, diese Zeiten sind lang vorbei. Ich verdiene meine Brötchen und am Sonntag hab ich frei. Hier bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Hier fand ich eine Frau und hab das Schuften angefangen.
Ich guck gerne Fußball, der Schiri ist ein Blinder. Früher war ich Egoist, heute lebe ich nur für meine Kinder. Und mein ganzes Leben lang bin ich arbeiten gegangen. Mein ganzes Leben lang hab ich nichts anderes getan. In die Kirche, dafür bin ich konfirmiert. Wenn im Fernsehen Terror läuft, dann bin ich schockiert. Meine Firma, die baut Waffen und liefert Munition. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich mach nur die Patronen. Die Kriege für die anderen, wir tun nur unterstützen. Und wenn ich jetzt alles hinschmeiß, wem würde das nützen? Linke Pazifisten, soll die über mich richten. Auf die Rente und den Urlaub werd ich deshalb nicht verzichten. Denn mein ganzes Leben lang bin ich arbeiten gegangen. Und mein ganzes Leben lang hab ich nichts anderes getan. Da spür ich ein Stechen in der Brust. Vielleicht soll ich zu einem Arzt gehen, doch ich hab keine Lust. Der verschreibt mir wieder nur irgendwelche Tabletten, die mich nicht retten, wenn ich wirklich sterben muss. Ich schuck ja schon genug wegen meiner Depression. Immerhin, ich wurde befördert in eine Führungsposition. Doch irgend so ein Zeck hat meiner Frau den Kopf verdreht. Und jetzt sitzt sie nur noch von Solidarität. Ich soll endlich kündigen, was Konstruktives machen. Ich dachte, es sei ein Scherz, doch ich sehe sie nicht mehr lachen. Verdient so viel wie nie, das Geschäft läuft exzellent. Letzte Woche hat sich meine Frau trotzdem von mir getrennt. Und mein ganzes Leben lang bin ich arbeiten gegangen. Mein ganzes Leben lang hab ich nichts anderes getan. Die Nacht ist mir zu lang und der Tag ist mir viel zu hell. In meinen Händen halte ich das neueste Modell. Und ich lehne mich zurück und nehme es in den Mund. Und ich drücke einfach ab, ein grausiger Fund. Ist alles, was am Ende bleibt von mir. Ich war immer woanders, doch jetzt bin ich hier. Und ich höre eine Stimme, die singt nur für mich. Sie ist traurig und gleichzeitig glücklich. Sie singt: Dein ganzes Leben lang bist du arbeiten gegangen. Dein ganzes Leben lang hast du nichts anderes getan. Dein ganzes Liebesleben lang bist du nur arbeiten gegangen. Wieso hast du nie was anderes getan? Mein ganzes Leben lang bin ich arbeiten gegangen. Und mein ganzes Leben lang habe ich nichts getan. Herzlichen Dank an Sonne, Mond und Sterne. Nun kommt einen kurzen Beitrag noch Uli Stiebler, und zwar berichtet er von dem stattgefundenen Autogipfel der deutschen Autoindustrie am letzten Freitag bei Porsche in Zuffenhausen. Da gab es ja Demos, ziviler Ungehorsam und so weiter. Uli Stiebler, bitte. Bravo. Thank you.
Schon vor acht oder zehn Jahren gab es einen Vortrag mit dem Titel Es geht doch nur um einen Bahnhof. Und der war natürlich auch damals schon ironisch gemeint. In diesem Sinne, dass der Bahnhofsturm nicht das Ende eines Kirchturmsdenkens unserer Seite ist, markiert. Markiert und der Auftritt von ganz vielen von uns diese oh Gottchen eben diese Denkweise, die sich nicht auf den Bahnhof beschränkt. Es war ein von etlichen Gruppen getragener Protest gegen die drei Tage lang bei Porsche versammelte Notgemeinschaft namens Autogipfel 2019, ein Kartell der Klimakiller. Autoindustrie und Politik trafen sich eingeladen vom Handelsblatt. Zitat, wir bringen Strategen und Macher ins Gespräch, versprach die Einladung. Wer nicht zum engsten Kreis gehörte, konnte sich für 2600 Euro den Zugang erkaufen. Gleich auf der Titelseite wurde auch eine Grundsatzfrage gestellt. Fahrgefühl, bleibt der Fahrspaß zukünftig auf der Strecke? Das erinnert daran, wie vor Jahren auf einer Bezirksbeiratssitzung in Zuffenhausen, bei der es um einen Flächennutzungsplan zur Produktion des neuesten PS-Monsters ging, vor allem die bange Frage gestellt wurde, ob der E-Porsche weiterhin über den typischen Sound verfüge. Das war eigentlich das transparent noch gedacht. Ja, ja. Ja. Am Samstag aber hatte es fast etwas Historisches. Möglicherweise war es, so ganz sicher kann ich es nicht sagen, Stuttgarts erste Demo nicht gegen dieses irrationale Ausmaß von Verkehr im Allgemeinen, sondern gegen den global gesehen Stuttgarter Hotspot einer Produktion absolut umweltschädlicher Produkte. Am Samstag kurz nach 13 Uhr, also zogen wir vom Bahnhof zu, wie es gern formuliert wird, einem der schönsten Automuseen der Welt. Als der Demozug sich näherte, sah man dort schon von Weitem das riesige Robin Hood Transparent. Saubere Autos sind eine dreckige Lüge. Wie besprochen, teilte sich der Demozug in zwei Gruppen. Man könnte formulieren, in die legale und die legitime Gruppe. Weil wir meist völlig unnötigerweise über Mails kommunizieren, hatten sie den Braten schon gerochen. Zitat Handelsblatt im Vorfeld, solche Sicherheitsvorkehrungen gibt es am Porscheplatz in Zuffenhausen sonst nur, wenn die Bundeskanzlerin oder ausländische Staatsgäste kommen. Und es wurde die ernste Empfehlung ausgesprochen, am Freitag lieber nicht mit dem Auto zum Handelsblatt Autogipfel zu kommen. Wenn der Veranstalter sowas schreibt, dann muss trotzdem von unserer Seite aus einiges richtig gelaufen sein. Gegenüber des Porsche Museums wurden Reden gehalten, denn Jürgen Resch von der Umwelthilfe, Paula Bär, Vertreterin der Gruppe Kesselbambule und ein Mischa, ich glaube von Fridays for Future, wenn ich es richtig weiß. Wie sehr die Autoindustrie inzwischen in die Defensive gerät, sieht man daran, dass das Handelsblatt Jürgen Resch nach seiner Rede noch auf der Straße interviewte und das direkt in die Konferenz übertrug. Oh, wow. Gruppenchef Michael Loscheller kommentierte ungerührt, Herr Resch fordert, was wir längst machen. Und Porsche-Vorstandsvorsitzender Blume sagte zu den Protesten gegenüber den Medien wörtlich, also ich finde das zunächst mal gut, man muss sich diesen Dialog auch stellen. Wo ein Problem ist, gibt es auch eine Lösung. Bei Porsche machen wir einen ersten Schritt mit dem Taycan als vollelektrisches Fahrzeug. Wow. Wohlgemerkt, die Problemlösung für Porsche ist ein Trotz- und Spaßfahrzeug mit 761 PS, laut Porsche CO2-neutral hergestellt. Und weil auch der Betrieb von E-Autos grundsätzlich in die Berechnung des Flottenverbrauchs eines Herstellers als CO2-frei eingeht, werden damit auch noch die Verbrenner mit über 200 Gramm CO2 pro Kilometer weiß gewaschen.
Skandal ist kein Begriff für eine solche von der Polizei gedeckte, für einen solchen von der Polizei gedeckten Betrug. Da kommt doch die Meldung zur rechten Zeit, dass Sigmar Gabriel zu 99% der nächste Präsident des Verbandes der Automobilindustrie war. Dann verstummt auch die Kritik, dass er wegen seiner zahlreichen Nebentätigkeiten sein Abgeordnetenmandat eh nicht mehr in ausreichendem Umfang wahrnehme. Bei dieser Mischung von Kreidefressen, Umarmungsstrategie und Sprachverwirrung seitens der Autoindustrie ist es gut, dass anschließend der legitime Arm unserer Kundgebung durch eine Blockade den Strategen und Machern in diesen Stunden deutlich mehr Aufenthalt gönnte. Im Museum und dessen Tiefgarage dort, wo sie hingehören. Zu hoffen wäre, dass wir das nächste Mal so viele sind, dass sie selbst dafür vor dem Mikrofon Verständnis heucheln müssen. Insgesamt war es eine Veranstaltung mit genügend Menschen, um eine gute Resonanz zu erzielen. Von der Lokalpresse, die es nötig hat, sich im Titel jeden Tag aufs Neue selber ihrer Unabhängigkeit zu versichern, reden wir mal nicht. Nach außen könnte sie in Zukunft die Diskussion über die umwelttechnischen Aspekte auch verstärkt in Richtung der Frage der Legitimation bzw. Transformation von gemeinschädlichen Arbeitsplätzen erweitern. Denn wir erleben gerade, dass diese Arbeitsplätze sich vom Stolz einer Region zur Schande einer Region entwickeln. Und es ist keine Lösung, mit der bei der Autoindustrie gepflegten Perspektive in Richtung E-Mobilität das Thema zu verwischen. Stattdessen müssen die Anteile der Personenkilometer von individueller Mobilität und ÖPNV glatt umgedreht werden. Ja. Dazu brauchen wir einen ÖPNV, der die Gelder bekommt, mit denen der hochsubventionierte Individualverkehr mit all seinen Strukturen seit Jahrzehnten hinter den Kulissen gemästet wird. Das Legale und das Legitime blieben bei der Planung der Veranstaltung wie vor Ort selber schwierige Partner. Wie so oft ein problembehafteter Aspekt, nicht anders als bei unserem ureigenen Thema hier auf dem Platz. Die real existierende Demokratie bietet leider auch die Erkenntnis, wer nicht stört, wird nicht gehört. Nochmal oben bleiben. Dankeschön, Uli Stiegler. So, jetzt wollen wir gleich zügig weitermachen. Und zwar auch ein weiterer Geburtstag bahnt sich an. Unser allerwohlbekannter Eugen Hopfenzitz wird am 1. November 90 Jahre alt. An der Mahnwache kann eine Gratulationskarte unterschrieben werden. Bitte macht davon Gebrauch. Auch liegt die Rede von Wolfgang Kübart, jetzt schriftlich vor, auch an der Mahnwache und am Infostand. So, und nun zwei, drei Termine noch und nicht unerwähnt lassen möchte ich Joel Bauers Flaneursalon, die Stuttgarter Lieder- und Geschichteshow am Montag, den 25.11. im Theaterhaus um 19.30 Uhr in Stuttgart. Heute Abend im Gewerkschaftshaus eine Veranstaltung um 19 Uhr, Terror und Bewaffnung der rechten Szene. Veranstalter ist das Bündnis zum Gedenken an die Pogromnacht in Bad Cannstatt. Dann des Weiteren eine Veranstaltung am Dienstag, den 5. November, Haus der katholischen Kirche um 19 Uhr mit Professor Dr. Hermann Held. Was bedeuten die Pariser Klimaziele und wie lassen sie sich global umsetzen? Und last not least, the Leonard Cohen Project, Songs of Love and Hate Life, Theater aus Stuttgart, Mittwoch am 30. Oktober. So, jetzt startet nun unsere Demozug Richtung Mahnwache. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Verlauf und eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Und nicht vergessen, immer oben bleiben.